gerisgartenvideo.com. Mein Name ist Markus Gold, hinter der Kamera, vor der Kamera Sabine Reber. Hier, wir sind beim Brand Alley Renaissance Garden. Was hältst du davon, Sabine? Das ist jetzt der klassische Garten für Leute, die zu viel Geld haben. Also eigentlich kann man sich da drüber nur markieren. Das sind alles so historische Versatzstücke und dann eben so ein Schickimicki-Pavillon und noch ein paar geköpfte Büsten und ein teurer Pool und also... Mit grünem Wasser hat vorhin eine englische Lady festgestellt. Die hat sich markiert, dass das Wasser so dreckig ist. Also da habe ich jetzt echt Mühe, dem irgendwas Gutes abzugewinnen. Also ist noch so als Zitat so ein gemischtes Staudenbeet, wo aber alles schon runterbröselt. Also das ist eigentlich der dekadenteste Garten jetzt an der Show dieses Jahr. Also gut, das Staudenbeet, das gefällt mir eigentlich schon. Aber es ist halt wirklich ein Versatzstück. Es ist wie ein Fremdkörper hier, passt gar nicht zum Renaissance-Garten, zu den historisierenden Versatzstücken. Da bin ich mit dir einig. Aber schau, auch diese Salven liegen schon am Boden. Und da haben wir jetzt in vielen Gärten gesehen, wie perfekt man das machen kann. Also ich verstehe nicht ganz. Die haben doch noch, glaube ich, eine Bronzemedaille gekriegt. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also, gut, das also ist wir Schweizer haben ja eine Silbermedaille gewonnen, oder? Ja, also das ist sehr beliebig, auch wie diese Stauden jetzt da reingewürfelt sind. Das ist von mir aus gesehen wirklich beliebig. Das gefällt mir. Vielleicht hatte die Dame vorhin recht, die gesagt hat, das Wasser sei doch etwas sehr grün. Ja. Übertragen heißt das, der Garten ist etwas ältlich und abgestanden. Ja, das wirkt wirklich das sehr Wasser. Altmodisch. Und dieses Wassergepinkel da hinten, guck mal, da brünzeln noch zwei so kleine Fontänen rum. Wo sind die? Da war ich diesem Steinzeugs. Genau, also, da muss man genau hinzoomen. Das ist sehr manieriert auch. Das finde ich jetzt wirklich, es ist einfach schlechter Geschmack, würde ich dazu sagen. Okay, wenn Sie Kommentare dazu haben zu diesem Garten, wenn er Ihnen gefällt oder eben auch nicht, schreiben Sie es unten ins Video rein. Wir sind gespannt darauf, ob Sie den Geschmack von Sabine Reber und Markus Kobelt von mir teilen. Herzlichen Dank, Sabine, und auf zum nächsten Garten. Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht's zu Luberacom, zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht's zu gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter, meinen Weg.